Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Tueda. Ich hoffe, ihr hattet erholsame Feiertage gehabt und es geht weiter mit einem Photoshop CC Tutorial und in diesem Tutorial werde ich euch einige nützliche Tools vorstellen. Fangen wir zuerst mit dem Eyedropper Tool an, auf Deutsch heißt es Pipette-Werkzeug. Wenn man mit der Maus über dem Icon hält, wird auch der Name eingeblendet und ihr kennt dieses Werkzeug sicherlich auch aus Paint. Im Werkzeug kann man auf eine Farbe auf der Arbeitsfläche klicken und dadurch wird diese Farbe ausgewählt. Beim Kolorieren muss man oft zwischen verschiedenen Farben herumspringen und dieses Werkzeug hilft dann dabei, den Weg zu den Farbfeldern zu sparen. Wenn man noch ein bisschen schneller arbeiten möchte, sollte man sich auf jeden Fall auch den Shortcut I für den Eyedropper Tool merken. Noch schneller geht es, wenn man gerade das Brush-Tool verwendet und man kann dann einfach mit gedrückter Alt-Taste schnell zum Eyedropper-Tool wechseln und eben schnell die Farbe auswählen. Kommen wir nun zum Schluss zu einigen Einstellungsmöglichkeiten des Eyedropper-Tools, die ihr oben unter der Menüleiste findet. Ihr könnt zum Beispiel den Auswahlbereich des Eyedropper-Tools ändern. Standardmäßig ist es auf 1 Pixel eingestellt und wenn ihr einen größeren Bereich auswählt, wird dann aus diesem Bereich der Durchschnittsfarbwert daraus berechnet. Dann gibt es noch ein zweites Dropdown-Menü, das ist aber nicht so wichtig und zwar kann man dort einfach nur einstellen, auf welche Ebene sich das Eyedropper-Tool die Farbe auswählen kann oder soll. Meistens lasse ich es einfach auf alle Ebenen. Als nächstes möchte ich euch das Paint Bucket Tool vorstellen, auf Deutsch einfach Füllwerkzeug. Kennt ihr sicherlich ebenfalls aus Paint. Und damit kann man einfach eine Fläche füllen lassen, um Zeit zu sparen. Wenn wir jetzt einfach auf das Gesicht klicken, wird das nicht klappen, weil wir erstens keine Auswahl haben und zweitens unsere Ebene noch leer ist und das Paint Bucket Tool keine Grenzen sozusagen berechnen kann. Man könnte jetzt aber auf die Idee kommen, dann die Ebene der Outline zu verwenden, weil die Outlines dann die Grenzen sind, aber das solltet ihr auf jeden Fall nicht machen. Einfach aus dem Grund, dass Outlines und Farbe dann nicht mehr trennbar sind und später bei der Koloration Probleme bereiten könnte. Wir brauchen also eine Auswahl und das geht am besten mit dem Magic Wand Tool oder auf Deutsch Zauberstabwerkzeug. Wir können also einfach auf das Gesicht klicken und Photoshop berechnet dann die eingeschlossene Fläche und macht daraus eine Auswahl. Wenn eure Outlines schön sauber waren, wird das klappen, aber wenn nicht, wird das ungefähr so aussehen wie bei mir, dass nur einige Flächen schön abgegrenzt wurden und manche nicht. Ihr könnt jetzt eure Outlines nochmal verbessern und auf Lücken überprüfen, aber es könnte auch daran liegen, dass ihr einen zu hohen Toleranzwert eingestellt habt. Das hier oben unter der Menüleiste zu sehen ist. Und setzen wir den Wert einfach erstmal etwas runter und schauen, was dann passiert. Wir können den Wert jetzt zum Beispiel einfach mal auf 1 setzen und dann nochmal die Fläche füllen. Und wir sehen dann, dass es schon viel besser ist als mit einem Wert von 100. Jedoch erkennt man auch diesmal, dass einige weiße Stellen entstehen, die nicht besonders schön sind und auch nervig sind, sie nochmal manuell zu korrigieren. Man kann also noch mit den Werten ein bisschen rumexperimentieren. 1 war ja auch ein bisschen zu krass. Ich werde es mal mit 15 versuchen. Und wenn wir das nochmal füllen, sieht das eigentlich dann auch ganz gut aus. Die größten weißen Flächen wurden jetzt auch gefüllt. Aber dennoch, wenn man näher reinzoomt, sieht man, dass an den Kanten der Outlines noch
einige weißen Stellen zu sehen sind. So wie hier am Ohr zum Beispiel. Wie schon gesagt, wäre es sehr mühselig, jede einzelne Stelle zu suchen. Und deshalb gibt es einen kleinen Trick. Und zwar, bevor ihr eure Auswahl füllt, geht ihr auf Auswahl und dann auf Auswahl verändern. Und dann nochmal auf Auswahl erweitern. Und dann erweitert ihr am besten euren Auswahl um ein oder zwei Pixel. Das reicht schon. Und ja, nun könnt ihr dann eure Fläche füllen und es werden so gut wie alle weißen Stellen dann auch mitgefüllt. Okay, das war erstmal alles zu diesem Tutorial. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Tutorial hat euch geholfen und gefallen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns im neuen Jahr. Bleibt gesund. Ciao und bis zum nächsten Mal.